Die Diskussionen gehen weiter. Wir wollen sie einordnen, gemeinsam mit Marco Reinke, zugeschaltet vom Roten Rathaus hier in Berlin aus. Marco, inzwischen weiß man aber mehr, wer hinter diesen Taten in der Silvesternacht in Berlin steckt. Was hat die Polizei da bislang ermittelt und bekannt gegeben? Also es ist so, dass nun in der Nacht die ersten Nationalitäten veröffentlicht wurden und daher weiß man nun, dass der Großteil dieser Menschen, die dort festgenommen wurden, einen deutschen Pass haben. Das Ganze dann gefolgt von afghanischen Staatsangehörigen und auch von syrischen Staatsangehörigen. Das zumindest erst einmal die Veröffentlichungen der Polizei. Aber nichtsdestotrotz geht natürlich die Diskussion weiter, denn wir haben ja vor allem gestern erlebt, wie sich vor allem eben auch mehrere Expertinnen und Experten zu Wort gemeldet haben, aber auch beispielsweise Integrationsbeauftragte zu Wort gemeldet haben. Da hat es ja durchaus sehr hitzige Diskussionen darum gegeben. Und was bleibt, ist immer wieder der Vorwurf, dass man hier ein Problem, was man offenbar vor allem hier in Berlin hat, dass man das verdrängt hat, über Jahrzehnte nicht konkret das ganze Problem angesprochen hat. Und der Neuköllner Bezirksbürgermeister, der hat das ja vor allem damit zusammengefasst, dass wir hier von einer Gruppe von Tätern offenbar sprechen, zumindest seiner Beobachtung nach, die aus Migrationsverhältnissen stammen, die aber offenbar vor allem aus sozial abgehängten Brennpunkten in Neukölln beispielsweise, einem der Problembezirke, stammen. Marco, aber wir haben in Deutschland noch andere Großstädte außer Berlin, Hamburg, München, Stuttgart, das Ruhrgebiet, da ist auch ein hoher Migrationsanteil. Aber was wird denn tatsächlich im Vergleich zur Hauptstadt anders gemacht? Warum ist es dort nicht so ein großes Problem? Also das, was jetzt auch einige Experten sagen, das sei vor allem ein Problem, was man in Berlin hat, wenn es um Respekt gegenüber dem Staat geht. Und das sei offenbar nicht nur ein Problem in diesem Problemviertel, sondern ein stadtweites Problem. Und deswegen, und das ist zumindest so auch die Erklärung für eben die zunehmende Anzahl von Angriffen beispielsweise auf Rettungskräfte. Also das sei ein Problem, was man hier in Berlin einfach auch vorgelebt bekomme, beziehungsweise was sich eben auch tagtäglich offenbar auf der Straße darstellt, so heißt es zumindest jetzt von einigen Experten. Und dann bleibt natürlich auch die Kritik hier von der Opposition in Berlin, gerade auch wahrscheinlich mit Blick auf die Wahl im Februar, wo es nun heißt, dass der Senat das offenbar über mehrere Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte, ja auch verschlafen hat, dass man hier doch mit einer gewissen Stärke von Seiten des Rechtsstaats auftritt. Marco, danke schön für diese Einordnung.